So, da kommt Dennis zurück. Heute Nacht habe ich sehr gute Beute gemacht. Seht mal, was ich alles bekommen habe. Ja, da bekommen wir jetzt unsere Beute einmal aufgelistet. Wäre jetzt über Nacht hier etwas Ungewöhnliches passiert, hätten wir jetzt hier eine Mitteilung bekommen. Aber alles ist glimpflich abgelaufen. So. Denn es ist hungrig und müde. Ich bin hungrig und müde. Sarah ist hungrig und müde. Gut. Ich stehe da gerade rum. Okay, also dann werde ich mal als allererstes noch ein Bett bauen. So, das könnten wir hier hinpacken. Okay, vier passen hier nicht rein. Ich stelle es hier hin. So, dann kann Dennis hier mal weiter buddeln. Und die Lady schicken wir mal. Ne, schicken wir nicht kochen. Geht ja noch gar nicht. Ja gut, kann jetzt noch immer. Wir müssen Brennstoff herstellen. Wir machen hier mal eins. So, gut, dann soll Sarah da unten weiter buddeln. Unsere Heidi. Und dann stellen wir noch einen Brennstoff her. So, ansonsten müssen wir die Bude dicht machen. Was kostet denn das Upgrade für die Werkbank? Ein Haus, jawohl, haben wir. 14. Wir werden umgehend die Werkbank upgraden. Und ich guck mal, was das Upgrade für die Metallwerkstatt kostet. Okay, das hätten wir alles. Bis auf Zeugs und Bretter. Das holen wir heute Nacht. Okay, dann gehen wir mal kochen. Sarah, wo rennst denn du hin? So, wir haben ja Gemüse. Wir könnten jetzt zwei Essen herstellen. Tun dies. Sarah, wo willst du denn hin? Soll ich doch hier gucken, ob du da klingeln kannst. Ja, natürlich ist ja verschlossen. So, die Tür war auch verschlossen. Wir brauchen dringend ein Brecheisen. So. Das Brecheisen kostet 10. Geht nicht dran vorbei, brauchen wir. So, Dennis.
Du nimmst hier mal ein Essen. Ich gehe auf Diät, leg mich schlafen. Dann kann sich auch der Dennis mal etwas ausruhen. So. Jetzt knacken wir nochmal die ganzen Türen hier. Dann kann Saal was essen. Und dann hier mal knacken. Also die Tür knacken. So, da. Wichtig, 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 wichtig. Bandagen. Zwei Dietriche. Ja. So, jetzt können wir hier entscheiden, ob wir hier mit dem Brecheisen knacken wollen oder mit dem Dietrich. Und wir knacken mit dem Brecheisen. Schon wieder 4 Uhr nachmittags. Dafür, dass wir uns da so durchwühlen mussten und dann Schloss knacken mussten, ist es nicht so. So, dann da oben hoch. Was auch Sarah sportlich. So tun wir auch mit dem Brecheisen. Das hat jetzt auch schon deutlich an Haltbarkeit verloren, der Teil. Und schon läuft die Zeit runter. So, die Jungs sind fit. Dann kann Sarah schlafen. Dennis ist vollständig wiederhergestellt. Und schon gehen wir in die Nacht. Jo, Dennis ist vollständig wiederhergestellt. Geht auf Wache. Geht auf Wache. Ist geplündern. So, sind 3 neue Orte zum Plündern hergekommen. Ein Doppelhaus. Viel Lebensmittel und so Zeug, aber wir brauchen halt hier, wir brauchen die Materialien. Da gibt es auch noch Waffenzeugs. So, wir nehmen das Brecheisen mit. Und ziehen los. So, dann bitte da oben hin. Zuallererst
graben wir hier den Schutthaufen weg. Ja, eine Schaufel könntest du jetzt gut gebrauchen, das ist mir schon klar. Aber für eine Schaufel müssen wir erst unsere Metallwerkstatt upgraden. Deshalb nur leider mit deinen Händen arbeiten, mein Freund. Also auch mit unserem Charakter, wenn wir hier Psychologe sind, hoffe ich, dass wir keinen seelischen Knacks bekommen, weil ich hier die ganze Zeit von mir selbst in der dritten Person rede oder was weiß ich für welche eine Person. Aber ja, so sind jetzt die Dinge nun mal. Was sind das für ein Gekrissel hier im Bild? Also, komisch. Also ich habe an dieser Stelle keine Piglon mit, Esser. Aus dem Alter bin ich raus. Ich bin ja ein alter Mann. Hab. Mach weg den Schutt. So. Please open the Schrank. Wäre cool, wenn da ein bisschen Medizin drin wäre. So, ein Joint, eine Zigarette. Kaffee. Das ist so Kräutermedizin. Alkohol. Und zwei Patronen. Kannst du mal hier noch öffnen? Ich hoffe, das lohnt sich, der Einsatz für das Brecheisen. Die Ratte da unten. So. Die Tür mal auf. Ja. Nette Sachen. Schon wieder voll. Mehr Medizin. Oh, lässt sich das nicht mitstecken hier? Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall mit die Medizin. Und schon 0 Uhr durch wieder. So, was ist da in der Ecke noch? Auch noch jede Menge Zeugs. So, okay. Gut, da kommen wir nochmal hin. Wir wollen nochmal alles abladen. Ist eigentlich alles noch da. Da waren Plünderer da. Jetzt sieht eigentlich gut aus. So. Und nochmal hoch da. Gut, dann haben wir die Bude soweit klar. Okay. Wir nehmen die Medizin mit. Och, jetzt haben wir das Brecheisen abgelegt, ich Esel. So, die Elektronikteile, die Patronen, den Schnaps lasse ich da, das Buch mal hier lassen, das Kraut hier lassen, Waffenteil kann ich eigentlich auch nicht hier lassen. Ja, aber wir brauchen das Zeug.
So. Haben wir die Medizin dabei? Ich bräuchte ein Waffenteil. Ja, lassen wir es so. Geht ja nicht anders. Dann schauen wir mal, wie weit wir mit unseren Materialien hier kommen. Ich glaube nicht, dass es reicht, um noch irgendwas vernünftig abzugraden.